Genau, mein Name ist Katrin Lux. Ich arbeite an der Universität Göttingen als Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Und in der Funktion werde ich auch häufig gefragt, ob ein bestimmtes Gebäude oder ein bestimmter Raum denn barrierefrei zugänglich sind. Also die Frage, komme ich da rein und wenn ja, wie? Das ist auch der Grund, weshalb wir uns aufgemacht haben, einen digitalen Lageplan zur Barrierefreiheit dann auch zu entwickeln. Heute würde ich Ihnen kurz ein paar Hintergrundinformationen zum digitalen Lageplan erzählen, bevor Sie dann auch Gelegenheit haben, den Lageplan auszuprobieren. Ich fange zunächst mit der Entstehungsgeschichte an, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ein Lageplan zur Barrierefreiheit an der Uni Göttingen entstanden ist und welche Anforderungen er auch erfüllen soll. Eingehen werde ich auch darauf, welche Leerstellen und Schwierigkeiten es nach wie vor noch beim Lageplan gibt. Und anschließend stelle ich Ihnen die verschiedenen Anwendungen vor, die wir eben dann auch schon im Lageplan umgesetzt haben, bevor in einem kurzen Video Studierende davon berichten, wie sie den Lageplan finden. Und abschließend werden wir ein bisschen mit Suchaufträgen, die ich zum Ausprobieren für Sie mitgebracht habe. Für den Hintergrund ist es wichtig, dass es seit 2011 am Geografischen Institut das Studienprojekt Campus GIS gab. Also GIS ist die Abkürzung für Geoinformationssystem. In diesem Studienprojekt wurde eine Gebäude- und Raumauskunft für die Universität Göttingen entwickelt. Die Abkürzung dafür ist dann GRASGEO. Also das war quasi schon der Prototyp von der digitalen Karte, in der Gebäude und Räume der Universität Göttingen dargestellt worden sind. Darin war aber noch nicht mal ansatzweise eine Information zur Barrierefreiheit enthalten. Die kam dann erst über einen Ideenwettbewerb für Studierende mit rein. Der findet jährlich an der Universität Göttingen statt und hat jedes Jahr ein anderes Thema. Im Anschluss an den Ideenwettbewerb werden dann die Fachbereiche aufgefordert, die prämierten Ideen dann auch umzusetzen, sodass die studentischen Vorschläge, die entwickelt wurden, dann auch tatsächlich Realität werden. 2012 fand der Ideenwettbewerb zum Thema Diversität, Vielfalt fördern statt. Und darin wurde auch ein Vorschlag prämiert, der eine Broschüre zu Barrieren und Barrierefreiheit auf dem Campus vorgesehen hat. Jetzt war uns klar, dass wir bei der Größe der Universität Göttingen keine Broschüre anfertigen, weil das einfach ein zu umfangreiches Werk geworden wäre, was wir dann auch nicht aktuell halten können. Deshalb haben wir Ideen ausgetauscht und ein Konzept entwickelt für einen digitalen Lageplan zur Barrierefreiheit, der dann die studentische Idee und das Studienprojekt dann auch zusammenführt. Dafür haben wir uns erstmal die Ausgangssituation angeschaut, die wir in Bezug auf die bauliche Barrierefreiheit haben. Das ist so, dass es an der Uni sehr viel alten Gebäudebestand gibt und damit auch sehr viele bauliche Barrieren. Dazu kommt, dass die Uni Göttingen nicht einen zentralen Campus hat, an dem alles stattfindet, sondern die Gebäude und Einrichtungen sind über verschiedene Standorte verteilt. Das reicht vom Zentralcampus über die Unimedizin, den Nordcampus, aber auch verschiedene einzelne Standorte im Innenstadtbereich. Was die einzelnen Gebäude und Räume angeht, sind zudem die Verantwortlichkeiten auch nochmal unterschiedlich geregelt. Die Zuständigkeiten unterscheiden sich nicht nur von Gebäude zu Gebäude, sondern auch manchmal für einzelne Räume, weil die zu dem einen oder zu dem anderen Institut gehören. Wenn man also schnell an die Informationen kommen will, ob ein Raum oder ein Gebäude zugänglich und nutzbar sind, ist das spontan nicht möglich, weil man erstmal rausfinden muss, wer denn überhaupt welche Aussage zur Raumqualität treffen kann und über die Gegebenheiten vor Ort dann auch genau Bescheid weiß. Was die Ausgangssituation der Software angeht, haben wir uns dafür entschieden, mit der Software der Firma Esri zu arbeiten, weil die auch schon für das Studienprojekt dann auch eingesetzt wurde, sodass es schon Vorerfahrungen gab und wir wussten, dass es ganz praktisch auch gut funktioniert. Was letztlich aber auch den Ausschlag gegeben hat, ist, dass wir für die Software an der Uni Göttingen eine Nutzungslizenz bereits vorliegen hatten. Also es gab eine Landeslizenz, sodass es uns schlicht und ergreifend nichts gekostet hat. Das war für uns wichtig, da wir zur Umsetzung des Projekts fast nur Mittel für studentische Hilfskräfte hatten. Wir haben uns dann auch überlegt, welche Anforderungen der Lageplan zur Barrierefreiheit denn erfüllen muss. Von Anfang an war klar, wir brauchen ein kartenbasiertes Informationssystem und wir wollen eine plattformunabhängige Darstellung ermöglichen. Und dass es eben nicht nur eine Gebäudeauskunft ist, sondern tatsächlich bis auf die Raumebene auch eine Auskunft zu den einzelnen Räumen geben kann.
der Dreh- und Angelpunkt war darüber hinaus, dass die Barrierefreiheit dargestellt wird für die Hörsäle und Seminarräume, aber auch für die Büros und Sekretariate und letztendlich für alle öffentlichen oder universitätsöffentlich zugänglichen Orte. Wir wollten auch eine Suche integrieren nach relevanten Orten für spezifische Bedarfe. So sind zum Beispiel barrierefreie WCs nicht alle paar Meter zu finden, sodass es uns wichtig war, dass man schnell erkennen kann, wo die nächste barrierefreie Toilette ist. Insgesamt sollte das System intuitiv erfassbar sein und leicht zu handhaben und eben mit bestehenden Systemen kompatibel gestaltet werden können. Die bestehenden Systeme sind zum einen die CAFM-Daten, also das sind die digitalen Gebäudedaten, die an der Universität vorliegen, aber auch mit dem Vorlesungsverzeichnis und den weiteren raumbezogenen Diensten, die wir an der Uni Göttingen haben. Für die Umsetzung haben wir bereits vorhandene Daten gesichtet und um noch fehlende ergänzt. Für die Barrierefreiheit haben wir uns an der DIN 18041 orientiert. Das ist die Planungsgrundlage für barrierefreies Bauen für öffentlich zugängliche Gebäude. Da werden insbesondere Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Hörbehinderung und mit motorischen Einschränkungen berücksichtigt. Das klingt jetzt allumfassend. Ich muss aber sagen, wir haben nach wie vor Leerstellen und Schwierigkeiten beim Lageplan, wofür wir einfach noch keine Lösungen haben. Das ist zum Beispiel eben auch, dass wir nicht alle Beeinträchtigungen gleichermaßen oder umfassend berücksichtigen derzeit. Die Daten zur Barrierefreiheit, die wir erfasst haben, beziehen sich hauptsächlich auf Mobilitätsbeeinträchtigungen. Also die Frage, wo gibt es Schwellen, wo gibt es automatische Türöffnungen, gibt es einen Handlauf auf beiden Seiten der Treppe, gibt es einen Aufzug in die oberen Stockwerke und Ähnliches. Das sind die Informationen, die wir vom Gebäudemanagement erhalten hatten und an Punkten auch noch nacherfassen mussten für die einzelnen Räume. Das Thema Hörbeeinträchtigung haben wir auf dem Schirm. Aber wir müssen eben auch sagen, dass es derzeit fast keine Induktionsschleifen an der Uni Göttingen gibt und wir auch noch kein Verzeichnis haben über die Hörsaaltechnik und freie Funkfrequenzen, die sich zum Beispiel mit einer FM-Anlage koppeln lassen. Und auch beim Dolmetschen in Gebärdensprache ist beim digitalen Zuschalten von Dolmetschern eine bestimmte technische Ausstattung in den Hörsälen hilfreich. Um die Informationen aufzunehmen, müssen wir dahingehend die Raumqualität aber erst noch grundlegend erfassen. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass der Lageplan derzeit ausschließlich visuell wahrnehmbar ist. So ist er für stark sehbeeinträchtigte und blinde Menschen nicht oder kaum nutzbar. Wir haben im Projektzeitraum schon mal einen Prototyp für ein Routing entwickelt und im Routing konnte angegeben werden, dass Treppen oder Barrieren vermieden sollen. Und es wäre damit auch möglich, das über die Sprachsteuerung dann eben auslesen zu lassen, sodass es eben über das Routing eine direkte Wegbeschreibung gibt. Über den Prototyp ist es bei uns aber letztendlich nicht hinausgekommen, sodass wir auch daran erst noch weiterarbeiten müssen. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Tastatursteuerung, wo der Lageplan noch nicht völlig barrierefrei ist. Teilweise müssen einzelne Funktionalitäten eben erst neu entwickelt werden. Also das eine ist das Routing, aber im Rahmen einer Bachelorarbeit hatten wir auch einen Prototypen für eine App für iOS entwickelt, weil derzeit gibt es den Lageplan nur als App für Android. Hier konnte der Versuch aber nicht vollständig weiterentwickelt werden, da uns die nötigen Gelder dafür dann leider gefehlt haben. Eine weitere Schwierigkeit ist die Schnittstelle zu externen Einrichtungen. Die sind bei uns leider in Bezug auf die Bushaltestellen gerade nicht konstant, weil die Schnittstelle, über die das ausgespielt wurde, hat sich verändert. Da müssten wir eben uns auch noch mal Gedanken drum machen und in eine generelle Abstimmung gehen mit den Verkehrsbetrieben, um zu schauen, dass wir eine dauerhafte, stabile Schnittstelle auch herstellen können. Allgemein möchte ich noch ein Wort zur verwendeten Software sagen. Grundsätzlich finden wir es schön, dass an der Uni Göttingen eine Lizenz vorhanden war, die uns vor allem auch nichts gekostet hat. In Zukunft wäre es aber für uns wünschenswert, auf Open Source wechseln zu können. Denn das würde es möglich machen, in der Community nach Lösungen zu suchen und Lösungen von einem Standort dann eben auch auf einem anderen Standort zu übertragen. Denn die Leerstellen und Schwierigkeiten, die sind uns nicht egal. Wir sehen sie durchaus. Zur Erklärung kann ich darauf verweisen, dass wir Projektmittel eingeworben hatten, um die Basiskarte des Lageplans aufzusetzen. Und danach hatten wir jahrelang nur noch Hilfskraftmittel zur Verfügung, um den Lageplan zu pflegen. Seit Anfang 2021 ist der Lageplan jetzt aber auf Dauer gestellt worden an der Universität und auch mit personellen Ressourcen versehen. Deshalb sind wir optimistisch, dass wir nach einer Neustrukturierung vom Lageplan eben dann auch die eine oder andere Leerstelle nach und nach angehen können.
So viel zum Hintergrund. Jetzt würde ich ein wenig auf die verschiedenen Anwendungen eingehen, die wir haben. Das ist eben zunächst die Anwendung zur Barrierefreiheit. In der Kategorie geht es um die bauliche Gestaltung von Eingängen, Aufzügen, Treppen und anderen baulichen Elementen. In der Rubrik Gleichstellung, Diversität und Familie oder auch familienfreundliche Infrastruktur sind zum Beispiel Standorte erfasst von Wickeltischen, Spielkisten oder Eltern-Kind-Arbeitsräumen. Die Kategorie Campussicherheit zeigt an, welche Hauptwege nachts beleuchtet sind, wo sich Gegensprechanlagen oder 24 Stunden besetzte Pforten befinden. Zum Studium allgemein zählen Informationen zur Lage von Studiendekanaten, Beratungsangeboten oder Prüfungsämtern. Cafés, Mensen, Theater und weitere kulturelle Angebote finden sich in der Rubrik Kultur, Freizeit und Gastronomie wieder. Unter der IT-Infrastruktur werden vor allem die Rechner- und Druckerstandorte angezeigt, die sich in den Campusbereichen befinden. Die Bushaltestellen hatten wir mit integriert mit aktuellen Abfahrtszeiten, aber wie gesagt, muss die Schnittstelle hier neu programmiert werden. Jetzt zeige ich einen Screenshot vom Lageplan, in dem die Kategorie Barrierefreiheit aktiviert ist, sodass mehrere Icons auf der Karte erkennbar sind. Links oben sind im Lageplan die verschiedenen Kategorien einzeln zuschaltbar, für die man sich gerade interessiert und nähere Informationen angezeigt bekommen möchte. Wenn die Kategorie Campussicherheit ausgewählt wurde, werden die beleuchteten Hauptwege sichtbar, wie der Screenshot zeigt, und es tauchen Icons auf für die einzelnen Kriterien, wie zum Beispiel Gegensprechanlage. Ein weiterer Screenshot zeigt einen Ausschnitt des Lageplans, wenn ein Gebäude aufgerufen wurde. Darin sind dann verschiedene Icons sichtbar, wie die hier zum Beispiel dargestellt zu Studium allgemein und zur Barrierefreiheit. Rechts oben im Lageplan ist dann die Legende abrufbar. Darin werden die einzelnen Merkmale einer Kategorie erläutert, die dann im Lageplan mit einzelnen Icons dargestellt werden. Aufgerufen habe ich hier die Merkmale zur Barrierefreiheit, die dann die Icons für barrierefreien Eingang, Rampe, Aufzug, barrierefreie Toilette und weitere umfassen. Die Kategorie Barrierefreiheit mag ich ein wenig genauer beschreiben. Hier aufgerufen habe ich eine Abbildung des Tagungs- und Veranstaltungshaus Alte Mensa. Wenn die Kategorie Barrierefreiheit aktiviert ist, werden die verschiedenen Icons sichtbar. Und sobald diese aufgerufen werden, öffnet sich eben eine nähere Information, die einzelne Kriterien für das bauliche Merkmal enthält und auch mit einem Foto hinterlegt ist. Die Kriterien kommen dann aus der DIN-Norm 18041. Das sind zum Beispiel der barrierefreie Eingang, also was den Wenderadius vor der Tür betrifft, wie weit, wie breit die Tür ist, ob es eine Türschwelle gibt, einen Farbkontrast oder einen Bewegungsmelder. Das Ganze aber auch für die Rampe und eben auch für den Aufzug im Gebäude. Also auf welcher Höhe sind die Bedienelemente? Wie ist das Kabinenmaß? Gibt es einen Spiegel im Aufzug? Oder ist die Stockwerksangabe nur visuell oder eben auch auditiv? Und nicht zuletzt aber eben auch für die Treppe. Der Lageplan bietet auch noch weitere raumbezogene Informationen an. Abgebildet ist jetzt ein Screenshot vom zentralen Hörsaalgebäude, in dem ein Raum ausgewählt wurde. Der ausgewählte Raum leuchtet dann türkis auf. Aufgerufen werden können dann in den Rauminformationen auch der Raumbelegungsplan und die Raumausstattung. In einer Kurzversion ist die tagesaktuelle Veranstaltung immer direkt angegeben. Aufgerufen werden kann aber auch der Link zum Belegungsplan, der dann an das UniVZ weiterleitet und eine Wochenübersicht über alle Veranstaltungen für den ausgewählten Raum darstellt. Über weitere Icons kann die Webseite der jeweiligen Einrichtung aufgerufen werden. Es ist ein Link zu Google Maps gesetzt und der aktuelle Standort kann auch als Link verschickt werden. Umgekehrt ist es dadurch auch möglich, den Lageplan einzubinden. Auf den Webseiten der Universität Göttingen ist das schon überwiegend der Fall. Oder man kann eben auch zuerst ins UniVZ gehen, eine Vorlesung suchen und aufrufen und wird da dann auch über einen Link direkt zum Lageplan geleitet, sodass man schauen kann, wo denn diese Veranstaltung stattfindet. Der Lageplan hat auch eine recht umfassende Suchfunktion. Man kann nach sämtlichen Räumen suchen, nach Gebäuden oder speziellen Orten. Was auch ganz praktisch ist, ist, dass die Suche auch im gewissen Rahmen eine ungenaue Abfrage ermöglicht. Abgebildet ist hier zum Beispiel, dass jemand Hörsäle Geo in die Suchfunktion eingegeben hat und dann auch alle Hörsäle im geografischen Hörsaalgebäude erhält.
Oder wenn man einfach nur anfängt, ein paar Buchstaben einzugeben, gibt es eine Autovervollständigung, dann bekommt man auch Vorschläge, was denn gemeint sein könnte. Hier haben wir es mit STAR versucht in der Abbildung. Angeboten werden die Bibliothek einer Stabsstelle, die Bushaltestelle Stadtstieg oder das Stallgebäude der Tierzucht. Werden Druckerstandorte gesucht, das ist das dritte Beispiel, das hier aufgeführt ist, werden alle vorhandenen Standorte angezeigt, an denen Drucker besucht werden können. Das heißt, auch wenn jemand gerade neu an die Uni kommt, besteht die Möglichkeit, über die Daten im System die Uni ein wenig zu erkunden, ohne schon ganz exakt wissen zu müssen, wie jetzt eine spezielle Raumnummer lautet. Mitgebracht habe ich Ihnen jetzt noch ein Video. Das würde ich allerdings, würde ich das gerne in den Chat posten. Dass Sie sich eben entscheiden können, ob Sie jetzt gerne das Video anschauen wollen. Das dauert 1,5 Minuten. Das ist ein Video, das studentische Reporterinnen gefilmt haben. Das wurde ursprünglich aufgenommen, als der Lageplan für den gesamten Campus vorlag und erstmalig online gegangen ist. Das Video wird über YouTube abgespielt und hat auch korrigierte Untertitel. Genau, ansonsten könnten Sie diese ungefähr 2 Minuten auch nochmal nutzen, um den Lageplan aufzurufen. Den Link habe ich ja auch auf der Folie angegeben. Ich lese ihn aber auch nochmal vor. Der ist unter https://lageplan.uni-goettingen.de aufrufbar. Dass Sie sich ein kleines bisschen damit vertraut machen, bevor ich Ihnen als nächstes ein paar Suchaufträge gebe, wo Sie dann im Lageplan auch schon mal versuchen können, die dann eben auch ausfindig zu machen.